Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Verschollen. Heute wieder dabei ist die liebe Ente. Quack, quack, Kai. Und mein Mann. Oh, sehr kurz, hallo. Und mein Mann. Hey, ja. Super, Minja ist dabei. Oh, yeah. Und wer war der Arme? Nein, nicht in die Luft gehen. Boah, da habe ich fast nicht schnell genug gesehen. Das klang so, als hättest du einen Creeper gesichtet. Ja, aber Creeper ist entschärft. Er wollte so einen Grün rein. Na, die haben jetzt aber Platz, ha? Huh? Die Kühe, ja. So, ich habe nur noch 13 Erde. Schwierig. So, die Schweinchen kriegen jetzt auch noch ein bisschen Platz. So, ich will mir das Ganze mal von weiter weg angucken. Sieht das jetzt aus wie Berg? Ja. Ja, finde ich schon. Sah vorher schon aus wie ein Berg, bevor die Frau gemeckert hat. Da sind ganz viele Creeper. Da ist noch einer. Komm her zu mir. Ich könnte das hier noch komplett zumachen, aber irgendwann ist auch mal gut. Nicht hochgehen. Kann man irgendwann anders noch machen. Ich muss jetzt gucken, dass hier wieder so ein paar Lichtlöcher reinbringen. Nee, ist immer noch die Hölle los. Los, sterbt, verbrannt. Er verbrennt. Die sind doch groß, die haben nur große Köpfe. Gucken wir uns jetzt mal von oben an. Das ist ein Stein zu viel, man kommt hier nicht hoch. Wo kommt man nicht hoch? Die Treppe. Ich habe einen Stein. So, jetzt kommen wir wieder hoch. Ja, es sind zwei Steine zu viel gesetzt, man kam nicht mehr rein. Ist hier hinten offen? Ne, was ist denn das hier? Hier ist Glas drüber. Warum ist hier Glas drüber im hinteren Bereich? Damit ich da was sehen kann, damit da Licht reinkommt. Jetzt ist jetzt vorbei, weil jetzt ist zu. Ja, Wo ist zu? Naja, da wo Glas ist. Warum ist da zu? Weiß ich nicht. Irgendjemand hat zugebaut. Ich hab's gerade wieder so Lichtschlitze reingemacht. Ja, da können wir doch Glas reinsetzen, oder? Damit jemand reinfällt und noch kein Zombie oder so. Genau, ja, kein Creeper. Ich hatte noch kein Glas dabei. Soll ich mal Glas holen von oben? Wäre cool. Meine Taschen sind voll Sand, die können wir auch reinmachen. Hier, guck mal, hier unten habe ich es rausgenommen. Hier, da über dir ist Glas übrigens, wenn du hier oben drin stehst, das meinte ich. Ja. Und hier unten habe ich einen Stein rausgenommen, hier in dem Bereich, weil man hier die Treppe nicht mehr hoch und runter kam. Okay. Also das war ein Stein zu viel? Ja. Okay. Also da waren die Stufen und dann, ja, ich muss was essen. Hallo Schaf. Hallo Schaf, hallo. Achso, jetzt fällt die gebratenen Hühnchen fallen hier immer nebendran. Achso, weil es wahrscheinlich einfach zu voll ist. Eine Kiste ist es auf jeden Fall nicht. Aber dann, bevor es verkommt, schnell essen. Bisschen komisch ist das, ne? Dass das gebratene Hühnchen nicht mehr durch den Trichter geht. Also eigentlich sollte es durch den Trichter gehen. Ist der Trichter voll? Der Trichter kann voll sein? Nicht. Der gibt es ja automatisch weiter. Ja, aber wenn das nicht weitergibt, kann es passieren, dass der Trichter voll ist. Aber nee, der ist leer, ich hab gerade geguckt. Komisch. So, ich hole mal Glas von oben. Dann verstehe ich das nicht. Damit wir da die Hühnchen wie beleuchten. Kann ich dir behilflich sein hier bei der Farm? Du machst hier Erde rein. Wir haben leider keine Erde mehr da. Also hier in der Hütte haben wir zumindest keine Erde. Ich gerade mal. Ich habe noch ich habe noch 60 Stück. Glas. Zu viel Kram, aber dafür Schilder. TNT. Erde. Wenn ich brenne, ich nochmal schnell Glas. Kohle, Eisen, Farben, Werkzeug, Kies, Flint, Redstone. TNT, Holz, Erde. Warum backen die Schweine eigentlich immer im Boden? Das verstehe ich nicht. Ich bringe normales Glas mit, ja. Oh, hier einmal über die Schriebe. Mach. 32 Stück lang doch, oder? Ja. Ja. Ich nehme einen halben Stick und pack mal. Dann brenne ich hier gerade nochmal Glas ein. Soll ich dir hier helfen, den Sandboden schon mal rauszuschlagen? Kannst du gerne machen, ja. Ist halt auf am Rand, weil dann können so. Ne, die können nicht durch. Die können nicht durch, nein. Aber das ist trotzdem nervig, die dann da wieder rauszukriegen. So, Stein. Ich hole jetzt gleich mal Möhrchen und dann ist das kein Problem. Ja. Gib mir lieber mal die Möhrchen. Alles Stein. Ja. Piggies, ihr seid voll fett. Ihr seid voll fett. Ja, die stehen im Weg. Kohle habe ich. Für euch. So, kein Fressen.
Einmal Sand. Hier haben wir auch nochmal Stein drin. Nochmal Sand. Gibt wieder Glas. Und Stein. Da. Die Kühe drehen voll am Rad. Packe ich noch zwei rein. Ja. Sand, Sandstein. Meister, Klatter, Sandstein, Sandstein. Sandstein. Sand, 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 Sand. So. Sortiert. So, jetzt ist so. Ein Großteil hier der Sand raus. Wird noch was gebraucht, also wenn ich gerade hier oben bin? Ach, Erde. Außer Erde? Haben wir nicht mehr. Erde ist auch. Ich habe 60 Erde, warte, ich komme. Das wird nicht lang, sollen wir hier hinten einfach noch ein bisschen was abbauen? Oder wo habt ihr das her? Ich, ja, hier vom Abbauen. So, die Erde war eigentlich aus dem Bereich vorne, ja. Hier, schnell einsammeln. So, und dann sag mir, wo soll ich die Schweinchen hin locken? Am besten einfach weg von hier. Hier vorne hinter den Kühen ist doch noch Platz. Also wohin ist im Endeffekt neben dem Garten im Prinzip. Komm her. Also ich würde die Schweine hier vorne neben die Kühe machen lassen. Die Schweinchen haben doch ihre Farm. Ach so, okay. Weil es, da geht vorne ist jetzt nur, es geht doch jetzt nur einfach darum, dass die Ente die Erde setzen kann und kein Schweinchen im Weg ist. Ach so, ich dachte, ihr wollt die Schweine noch umlagern. Nee, ich hab nur hier den Sand raus. Also, was du jetzt oben an Löchern gelassen hast, mache ich jetzt mit Glas zu. Genau. Perfekt. Die gucken ganz schön grimmig, die Schweinchen. Ja. So eingefärcht. Die stehen auch voll im Weg. Warte, ich komme. Das ist bitter, wenn diese Kleinen hier so im Eck hängen. Dann kriegst du die da nicht so raus. So, aber das Lichtluke ist da. Dann mache ich den Bereich zum Aufstieg noch zu, oder? Dass man hier nicht, dass uns keinen... Auch mit Glas würde das wahrscheinlich blöd aussehen. Okay, ich baue hier vorne. Die verfolgen mich jetzt nicht, weil du da bist. Ja, kein Problem. Ich habe eh nur noch 7 Erde. Also von dir, ne? Wir müssen dann gleich nochmal ein bisschen holen. Ja. Ja gut, wir können, wenn man, wo willst du die Schweine hinziehen oder in welche Richtung? Die stehen doch schon da, wo sie hingehören. So, das war's auch. Das war die letzte Erde. Achso, ich dachte, dass der Bereich irgendwie größer wird oder so. Ja, wir können hier noch ein bisschen Sand wegmachen. Kleine Sau, geh mal da weg jetzt. Du sollst nicht aus dem Eingang raus, wenn ich jetzt rausgehe. Danke. Nee, ich dachte, dass ich hier wieder Erde rausnehme in dem Bereich und lieber wieder Sand reinsetze. Ach so, das stimmt. Dass da hier den Streifen, weil hier so die Ecke oder sowas rausnehmen. Ja, und dafür hatte ich zwar von hinten rausgenommen, aber wäre vielleicht, da hätten wir genügend Erde. Wenn man das hier so, dass das hier sich so anfügt, dass man hier so ein bisschen schräg geht, damit es nicht so ganz so gerade abgehackt ist mit dem Sand. Oh. Out of Schaufel. Out of Schaufel. Ja, ich habe leider auch keine dabei. Ah, guck mal da in der Truhe, wo das ganze Gemüse drin ist, da liegt Eisen drin und nebendran ist direkt eine Box, wo du... Ach, ich weiß, aber ich habe jetzt Stein genommen, das reicht mir. Also. Allerdings wird hier nicht zu weit. Guck mal so und dann der Rest wieder mit Sand. Wir haben es zwar von denen gerade erst zugebaut, aber... Wer hat Sand dabei? Wer hat überflüssigen Sand? Ich tausche gegen Erde. Ich habe, glaube ich. Dann gib mir mal, dann setze ich das, mache ich das hier vorne. Oh, sammle aber hier mal ein. Ich habe nämlich auch volles Inventar. Habe ich. Gib du mir einen... Bei Stacks Erde kann ich tragen. Ja. So. Hast du geworfen? Ist das jetzt die vierte? Was habe ich geworfen? Achso, Erde. Ja. Moment. Ach, da bist du. Erde. Ich habe nur ein Stack. Ja. Ja, passt, Herr Land. So, habe ich zwar von denen hier extra mit Erde zugemacht, aber... Ist jetzt die vierte Folge, oder? Das ist jetzt die vierte Folge. Allerdings, Passt eine ganze Woche lang hier für die Zuschauer... Nur Sand und Erde hin und her gebracht.
Ah ja, muss halt auch sein. So. Ich überlege gerade. Ne. Lass mal so. Das hier angleichen, aber. Okay, jetzt hier, ihr komischen Säue. Einmal Platz da. Danke, danke, danke. Bring mal meinen Sand weg. Du kannst mir noch Sand geben, wenn du willst. Nö, nee, jetzt bring ich ihn weg. Ich bin jetzt gerade an der Hütte. Brauchst du noch Sand? Nee. Die gucken mich alle so böse an. Oha, voll die kleine Sau hier, ey. Die Drecksau. Voll, voll grimmig. Danke. Irgendwie ist das so abgehackt hier. Ist nicht schön. Oh, geht mir mal vor der Schippe weg jetzt hier, sonst kriegt da einer gewischt. Was ist abgehackt? Hier hinten in dem Bereich, wo wir die Erde versetzt haben. Wie willst du die Schweine wieder hochkriegen? Herr Endrich? Wo hochkriegen? Ja, du musst ja jetzt... Mentale Stärke. Okay. Warten, bis sie rausgehüpft sind. Ja. Das geht schon. Ich hab beim Rest ja auch Erde reingekriegt, das krieg ich jetzt hier auch noch hin. Mir fehlt nur noch ein kleines Stück zwischen... Na? Geh weg. Oh, die gucken aber grimmig, die Schweine. Ey. Jetzt habt ihr doch Platz. Ihr müsst doch fröhlich sein jetzt. Geh weg, 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 weg. So, jetzt fehlt mir Erde. Wo? Achso. Naja, um diese Streifen hier, zum Beispiel unter dem Gatter. Ja, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Boah, jetzt ist es hier aber ein... Geht mal weg hier vom Gatter. Es gibt keinen Ausgang. Entschuldigung. So, na. So, jetzt. Was steht hier denn alle am Rand? Ich muss doch da bauen. Geht doch mal weg jetzt hier. Was ist denn los? Komm, ich helfe dir. Ich schütte. Mal von dann außen den Sand weg. Noch... Ja, ich komme auch einfach raus und setz den... Die Erde von außen, das ist so. Doch klüger. Also das verstehe ich nicht, warum das nicht transportiert wird hier. Mann, das nervt mich. Meinst du die Chicken hier? Ja. Setz mir hier schnell Erde rein, weil da ist noch Sand dazwischen. Gewesen? Ja. Gewesen. Da, deswegen ist das auch so wenig, weil das immer rausfällt, das blöde Fleisch. Ja, ich kann dir aber nicht erklären, warum. Wir haben es ja jetzt drumherum wieder frei gemacht, ne? Ja. Schwierig. Vor allem generell, das müsste ja eigentlich, selbst wenn wir jetzt zubauen, dürfte das eigentlich nicht beeinflussen, weil Nein. Das fällt ja direkt auf dem Haarslab, fällt ja durch sozusagen und in den Trichter. Richtig, theoretisch. Genau. So, Arbeiten an der Tierfarm abgeschlossen. So beinahe. Ja doch, wir sind eigentlich fertig. Yay. Kühe am Platz. Was mir gerade auffällt, ein Schaf hat sich zu den Kühen verirrt. Oder es denkt, es wäre eine Kuh. Ja, es kann schon sein. Schaf, bist du eine Kuh? Es wäre eine Kuh. Bist du eine Kuh? Okay. Boot. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das so... So, die Wolle ist nicht... Oh, hier ist noch Erde. Also, Quatsch, hier fehlt Erde. Herr Enterich, kommen Sie mal zu mir, bitte. Unterwegs. Müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Ente? Ja? Du bist doch Profi. Warte, ich schieb mal die Kühe weg. So? Warte, ich gebe Minjas gerade Erde. Ja. Aber in 30 Sekunden. Schnell, habe ich aufgenommen. Alles klar. Danke. Und dann komme ich zu dir und guck, ob ich die Frage beantworten kann. So. Ja, was? Ob das so funktioniert? Ich habe jetzt nur noch einen Trichter. Ich hatte ja vorher zwei Trichter. Ey, sag mal, Jungs. Muss auch funktionieren, ja. Okay, gut. Dann hast du noch so einen Ziegelsteinblock hier neben oder was auch immer das für ein Stein ist? Ich habe hier, ich habe noch einen Ziegelstein. Ist das Absicht, dass der Zaun hier zwei hoch ist? Nee, gell?
Nein, das will ich gleich noch wegbauen. Das passt sogar voll gut, dann ist es nämlich wieder so voll symmetrisch. Vorhin hatte ich einen Ziegelstein, aber... keine Ahnung, wo der ist. Ich hatte einen, warte. Nicht schlimm. Dann kannst du gerade noch zwei Glasblöcke holen oder so. Dann können wir die hier links hinsetzen. Und dann ist halt Glas. Ich hab noch Glas. Metrisch, perfekt. Wir haben eine riesenfreie Fläche nebendran. Gibt's noch eine Tierart? Wir können doch Enten halten. So, Glasblock. Yep. Wohin? Hier links zwei Stück. So. Schwupp, schwupp. Perfekt. Dann müssen wir gerade links hier dann zwei Ziegelsteine hinkriegen und dann ist das doch alles symmetrisch und da ist doch perfekt. Gefällt mir. Hoffen wir, dass sie nicht rausfallen, ja. So, nach 4 Folgen, die ganze Woche, von Dienstag bis Freitag, habt ihr uns zugeschaut, wie wir den Berg verkleidet haben, was ich finde, was jetzt auf jeden Fall besser aussieht. Also wenn du von hier neben guckst, hat es gelohnt. Also jetzt ist was gestorben. Auf jeden Fall haben jetzt auch die Tiere Platz. Wir haben einen Garten, ne? Und eine vierte Tierart, die noch benannt sein möchte, hat hier vorne rein theoretisch noch Platz. Pferde können hier hin. Fick die Henne, das fällt immer noch aus. So, ihr hört wieder den bewohnten, bewährten Ton von Kyrion. Ja, ein paar Folgen diesmal nur mit Bauen, aber wir haben es geschafft. Es war doch eine längere Arbeit als gedacht. Und die können sich fleißig vermehren, die Viecher. Die gucken, ein Zombie. Ja, den machen wir noch tot. Und wir sind am Ende einer Folge, Herr Enterich. Herr Enterich? Ich habe abmoderiert. Nein, Frau. Ich darf noch abmoderieren. Das ist schon Frau okay. Enterich. Ist schon gut. Mit der Hacke ins Gesicht. PvP aus. Oh, mein Schwert ist an dir kaputt gegangen. Weil es trotzdem abbaut. So. Das ist ja blöd. Ja. Aber ich habe mein Satzschwert dabei. Ach nee. Inventory Tweaks hat es mal wieder verschüttet. Ach, ihr Lieben. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Daumen nicht vergessen. Tschüss.